Also ich muss noch einen kleinen Nachtrag machen, wenn Sie denn ab und zu hier mal Lärm hören, das ist Absicht. Weil unsere Penner können natürlich den Lärm weniger ab als wir. Sie nehmen die Droge und Heroin und so natürlich noch härter. Aber schon nochmal wegen des Wahrheitsgehaltes und möchte auch nochmal sagen, also man kann selbstverständlich unter Hypnose jemanden erschießen. Man muss bloß genau wissen, wie man es macht. Falls diese Geheimdienste das nicht wissen, führe ich Ihnen das gerne vor, weil ich halte nicht so viel von meinen Kollegen, von Ärzten bis Wissenschaftlern und so weiter. Das ist das Schlimmste im Leben, was denen denn passiert, wenn sie meinen, sie können was. Als Wissenschaftler oder auch Arzt und so muss man alles anzweifeln und alles selbst nochmal kontrollieren und so weiter und testen und so weiter. Dann kommt man vorwärts, dann hilft man auch Menschen und so weiter. So, ich möchte Ihnen das nochmal erklären, mir fiel es vorhin nicht ein. Und zwar, mein einer Freund hatte so eine Kopfschmerzen, da habe ich gesagt, mach dir keine Sorgen, ich sage denen immer genau, was sie haben. Und natürlich passt die Stasi auf, dass sie es nicht verstehen und sagt dann, ich nehme dir deine Kopfschmerzen später. Das nennt man Hypnose, das ist gar kein Problem. So, und Stasi mit mal eine Woche später oder 14 Tage, die ganze Zeit nichts. Und dann hat Stasi ihn mal wieder abgehört oder was sie wissen wollten oder so. Und meistens hören sie auch über das Telefon mit und nehmen es einfach auf, also über sein Handy. Und dann wollte er immer zu hypnotisiert werden von uns. Immer zu. Natürlich haben wir das nicht gemacht. Also Stasi war sehr interessiert, weil Stasi ist ein bisschen doof und es ist unglaublich. Aber es ist nicht unser Problem. Ich möchte nochmal eindeutig den Behörden sagen, also unsere Freunde werden unter Drogenunterstützte Hypnose gehalten. Man bestiehlt sie, das ist unglaublich. Das ist unglaublich, was man unseren Freunden wegnimmt. Und sie sparen natürlich am eigenen, also am Anzuziehen und so weiter und so fort. Und weil sie ihren Laden halten wollen und so was. Sie begreifen das ja nicht. Sie denken, sie wirtschaften schlecht so. Und sie gehen da schön heran. Und dann reden wir meinetwegen auch nicht mehr über die Öffentlichkeit. Und dann sind sie die absoluten Helden. Alles, was wir haben, haben unsere Freunde. Und auch deren Familien und so, die wir auch schon ein bisschen kennen. Weil wir merken ja, was sie für Beschwerden haben. Und sie reden dann auch drüber. Und so wie Halsschmerz und so weiter und so fort. Und jeder weiß dann, was das bedeutet, dass da dann Narkotika eingesetzt wird, damit sie dann rankommen an unsere Freunde. Das möchte ich nochmal eindeutig sagen, auch die Justiz, ne, und auch diese deutschen Geheimdienste, damit sie den Wahrheitsgehalt hören, die sind hier voll an unsere Freunde dran und machen sie fertig. Greifen sie ein und erledigen das. Und auch die Stadt, sie können auch viel besser leben. Ich weiß gar nicht hier, da ist diese Frau hier, die immer so einen komischen Zopf hatte oder so, irgendwo im Gefängnis da. Und wird da total misshandelt. Das holt die holt diese Stadt schön raus und dann gehört diese Frau zu uns und ich werde mich natürlich sofort um diese Frau kümmern. Ja Mensch, Lettland, Estland, ich weiß nicht, wo sie damals war. Ich glaube, sie war da sogar die Chefin eine Zeit lang. Das tut mir leid, aber totale dominante Frau, die wird jetzt fertig gemacht. Und die Medien schreiben noch, sie kämpft und sie ist ein Held. Nein, was soll sie denn da noch machen? Das ist unglaublich, ne? Das ist unglaublich, wie dumm Medien sind. Ach, das habe ich schon mal vor einem Jahr gelesen und so. So statt. Und dann kann man doch was aufbauen, ne? Sie haben sie rausgeholt und sie sind ganz toll. Das interessiert mich nicht, aber diese Frau, die hätte ich gerne da raus aus dem Gefängnis. Die gehört da nicht hin. Und ich bin enttäuscht, dass andere sie nicht geschützt haben. So, aber sie kümmern sich hier wunderbar jetzt um unsere Freunde. Die wissen das natürlich nicht. Das müssen sie ganz vorsichtig machen. Nicht, dass sie durchdrehen. So, und den Rest machen wir dann. Weil sie können doch sowieso nichts. Aber wir sind nur zu zweit und sind zu wenig. Aber alles, was wir über 30 Jahre und mehr Jahre erlebten, das sehen wir hier im Schnelldurchgang bei unseren Freunden. Und die dumme Stasi, die ist immer dazwischen und die kommt sich dann vor dabei oder so. Hey Stasi, alten Freunde, wir wissen alles. Ihr seid einfach zu dämlich. So, das wollte ich eindeutig nochmal sagen für den deutschen Geheimdienst als Wahrheitsgehalt. So, und wer das nicht glaubt hier, mit dem Erschießen und so, kein Problem. Das führe ich Ihnen gerne vor. Aber erstmal so, ich glaube nicht, dass man hier in Deutschland das wissen sollte, wie man das macht. Weil sie sind mir einfach zu dumm. Das will ich immer eindeutig sagen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.